Die IG Pro Zürich 12 hat 2014 ein kleines Jubiläum feiern. Der Zusammenschluss der Baugenossenschaften, die Wohnungen haben in Zürich, Schwamendingen, tut nämlich seit 10 Jahren arbeiten an der Lebensqualität, also der Erhaltung der Lebensqualität. Bei mir in der Geschäftsstelle laufen die Fäden der Aktivitäten zusammen. Und wir wollen eine kleine Bilanz ziehen. Das Jahresende ist ja bei vielen Leuten ein Anlass, wo man zurückschaut oder auch ein Anlass, wo man sich Vorsätze nimmt für 2015. Dazu habe ich 4 Personen aus Schwamendingen befragt. Frau Buri, warum haben Sie diesen Platz hier ausgewählt, um das Interview zu machen? Ja, also wir haben hier rechts haben wir das Ortsmuseum und hier hinten haben wir die Galerie Tenne. Und das sind eigentlich beides Zeitzeuge. Das eine vor allem von der Vergangenheit und das zweite vor allem von der Gegenwart, aber auch von der Zukunft, weil auch häufig hier Ausstellungen stattfinden, die eben in die Zukunft weisen. Als Urschwamendinger bin ich an verschiedenen Plätzen in Schwamendingen tätig. Und dieser Platz hier hat für mich im Moment einen emotionalen Hintergrund, weil meine Mutter gerade im Alterszentrum Schwamendingen ist und ich jetzt mehr hier in dieser Region bin für Schwamendingen. Also wir stehen jetzt hier oberhalb von der Ahornstrasse. Die Baugenossenschaft Glattal hat hier auch eine Siedlung und für mich ist das einer der schönsten Orte in Schwamendingen, weil man einerseits über ganz Zürich Nord sieht, die Entwicklung von dem Quartier kann beobachten und wenn ich einmal nach einem strengen Arbeitstag möchte meinen Kopf erlüften, dann laufe ich einmal von da in die Stadt und ja, ich finde, das ist ein wunderschöner Weg. Wir sind hier bei der Einhausung und beim kommenden Überlandpark, wo die von der IG vertretenen Wohnbaugenossenschaften seit vielen Jahren darauf warten und wo endlich realisiert werden sollte. Wenn Sie jetzt zurückschauen auf 2014, was hat Sie am meisten gefreut? Also mich hat sehr gefreut, dass Verein nach wie vor sehr, sehr engagiert im Quartier sind, dass sie immer wieder ihre Veranstaltungen machen, zum Teil jährlich, zum Teil ein bisschen mit längeren Abständen, wie zum Beispiel das Mosaikfest, das jedes Jahr stattfindet, oder Kilby, all die Vereine, die Kilby mitmachen und die Institutionen, aber auch Einzelveranstaltungen, wenn wieder ein Verein ein Jubiläum hat, so, dass sie es schaffen, eigentlich immer wieder einen grossen Teil der Bevölkerung zu begeistern und zu zeigen, dass sie eben da sind und dass wir ein lebendiges und ein aktives Quartier sind. Also mich hat gefreut und ich bin stolz darauf. Das sind zwei Sachen. Einerseits in den verschiedenen Gesprächen mit den übergeordneten Behörden habe ich echt das Gefühl bekommen, dass es mit der Autobahneinhausung jetzt nun wirklich vorwärts geht und die auch realisiert werden kann. Und das zweite Thema, das mich mit grossem Stolz erfüllt hat, ist, dass die gemeinnützigen Wohnbauträger am 28. September bei der Volksabstimmung haben können gegenüber den institutionellen Wohnbauträgern klar ein Signal setzen. Am meisten gefreut hat mich, dass ich die Stelle antreten von meinem Vorgänger. Das ist die Leitung in der Verwaltung bei der Baugenossenschaft Glattal. Besonders stolz bin ich auf die gute Zusammenarbeit, die wir mit den Quartierplayern in Schwamendingen haben, im Interesse eines lebenswerten und lebendigen Zürich-Schwamendingen, wo wir von der IG her auch aktiv begleitet haben mit Aktivitäten mit Behörden von Kanton und von der Stadt und auch mit privaten Interessengruppen, die die gleichen Interessen vertreten wie wir. Für 2015 sollte da etwas realisiert werden für Schwamendingen oder auch für Sie persönlich? Ja, Genossenschaften und natürlich auch andere Investoren, die sind ja dran, einen Haufen neue Wohnungen zu erstellen, sei es Neubauten oder Ersatzneubauten. Und das gibt natürlich wieder viele neue Leute im Quartier. Und da würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn sich das auch auf den Quartierverein auswirken, wenn wir wieder neue Mitglieder bekämpfen, die auch dann bereit wären, sich für unser Quartier einzusetzen, dass das lebenswert ist, dass sie gute Qualität hat und dass man eben auch sich da trifft. Das würde mich natürlich total freuen, wenn das ein Nebeneffekt wäre von all diesen schönen neuen Wohnungen, die hier entstehen.
Die Einflussbarkeit oder Beeinflussbarkeit von den einzelnen Themen sind nicht immer nur von einem Einzelnen abhängig. Es wird auch hier in verschiedenen Bereichen Gemeinschaftswerke sein, die wir angehen müssen. Ich würde mich sehr freuen, wenn die gemeinnützigen Wohnbauträger noch mehr zusammenstehen können, als sie das heute schon machen und die Signalcharakter, die sie gegeben haben, im Herbst dieses Jahres können stärken. Für Schwammedingen wünsche ich mir, dass es einen Treffpunkt gibt oder ein Kaffee, wie jetzt zum Beispiel das Projekt von der Chile Hirzenbach, das heisst Coffee and Teats, wo sich Bewohner treffen können. Und ich finde, in dem Quartier von Schwammedingen gibt es so etwas noch nicht. Und ja, das wäre eine Chance. Die IG ist dran oder plant, die Vernetzung noch zu verstärken. Weil wir sind überzeugt, dass im 2015 in sowohl Einhausung wie auch Überlandpark, in der Fluglärmproblematik, aber auch in der Quartierentwicklung weitere Sachen anstehen, wo wir das Gefühl haben, dass da ganz wichtig ist, dass wir stark auftreten und gemeinsam auftreten.